Der Sohn fragt seinen Vater: Warum ist der Himmel am Tag blau und am Abend rot? Der Vater antwortet: Das hat etwas mit den Schichten der Erdatmosphäre zu tun, mein Sohn. Es gibt 5 wichtige Schichten der Erdatmosphäre. Die Erdatmosphäre lässt unseren Himmel nicht nur blau ausscheinen, nein, sie kann auch noch viel mehr. Außerdem schützt uns die Erdatmosphäre vor tödlichen Teilen und Strahlen aus dem Weltall. Es gibt verschiedene Schichten der Erdatmosphäre. In der ersten, der Troposphäre, spielen sich die Wettervorgänge ab, wie zum Beispiel Regen, Gewitter, Schnee oder Sonnenschein. Außerdem findet dort der Flugverkehr statt. In der zweiten Schicht, Stratosphäre genannt, verhindert Ozon, dass die gefährliche UV-Strahlung auf die Erde trifft. In der Mesosphäre, der mittleren Schicht der Erdatmosphäre, verglühen die meisten Meteoriten. In der Thermosphäre treten die berühmten Polarlichter auf. Die letzte Schicht ist die Exosphäre. Sie ist die Übergangszone zwischen der Erdatmosphäre und dem luftleeren Weltraum. Nach der Exosphäre kommt der Weltraum. Dort befinden sich Raumschiffe und Satelliten. Aber nochmal zurück zur Frage, warum der Himmel am Tag blau ist und am Abend rot. Wie wir ja schon bereits wissen, besteht das Sonnenlicht aus Regenbogenfarben. Das Sonnenlicht, was am Tag strahlt, wird an den Molekülen der Erdatmosphäre gestreut. Durch die Streuung gelangt das stark blau gestreute Licht ins Auge. Am Abend ist es etwas anders, denn die Sonnenstrahlen brauchen länger, durch die Erdatmosphäre zu kommen. Bis es also bei uns ankommt, ist das Blau schon längst weggestreut. Nun wirkt der Himmel rot-gelb. Der Sohn zum Vater: Danke, Papa, jetzt habe ich es endlich gecheckt.